Aus. So, kurz mal in den Raumbus, das ist gut. Wechsel zu Leslie. Dann können wir nämlich die Helme einmal aufladen. Wer weiß, wie lange wir dem anderen Ding drin bleiben. Dann gehen beide am besten. Weil ich glaube, rechts haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Wir haben da ja alles geklickt und gedrückt und geöffnet. Dann gehen beide zusammen nach links zu der Tür. Schließe. Schließe die Tür hier. Gehen beide links zur Tür. Und dort versuchen sie die Tür zu öffnen. Wenn das nicht geht, dann machen wir halt mit Zack und Annie weiter. Also benutze Helm mit. Benutze Sauerstoff. Benutze Sauerstoffhahn. Wechsel zu Leslie. Benutze Sauerstoffhahn. Öffne Tür. Raus. Raus, raus, raus. Du hast nur noch eine Münze. Das ist nicht ganz so schön. Benutze Cash Card gleich mit dem anderen Ding da hinten. Benutze Cash Card mit Schlitz. Piep, eine Münze. So, wechsle zu Melissa. Miss Türkis. AKA die Blondine. Hat die Absätze an den Schuhen? Das ist ein sehr interessanter Raumanzug. Vor allem dieser Zapfhahn an der Seite. So, du gehst schon mal in die Bahn. So kann sie noch nicht. Wechsel zu Leslie. Benutze Münzen mit Bahn. Bling. Achso, müssen beide das machen. Wechsel zu Melissa. Gehe zu Bahn. Oh, okay. Benutze Münzen mit Bahn. Ja, jeder muss bezahlen. Sie hat eine Münze. Sie hat eine Münze. Beide haben eine Münze. Okay, beide kommen wieder zurück. Ist alles gut. Das wäre sonst nicht so schön gewesen. So, steig aus, verteilt euch mal ein bisschen. Du gehst mal nach rechts. Du hast eine Münze. Leslie, du hast eine Münze. Okay. Ich wollte nur ganz, ganz sicher gehen, dass wir auch wieder hier wegkommen. Weil es wäre doof, wenn wir jetzt ganz viel Fortschritt haben im Spiel und dann zu Zack wechseln und dafür Fortschritt haben. Und dann stellt sich irgendwann in zig Folgen später heraus, wir kommen gar nicht wieder dahin zurück, wo wir hin müssen. Und dann, ne, ist vorbei. Das finde ich schön. So, und das sieht viel zu groß aus für diesen kleinen Schlüssel hier. Benutze goldener Schlüssel mit Schlüsselloch. Das klappt so nicht. Ja, da brauchen wir ein Haarnadelschild. Also wechseln wir zurück zu Zack. Düpp, düpp, düpp. Geh zur Tür. Ja, doch. Steig aus. So, wechsle zu Annie. Annie geht zu Zack. Schnappt sich. Wie viel hast du auf deiner Cashcard? 5.000 Dollar, ist doch okay. So, wechsel zu Zack. Lies deine Cashcard. Du hast 9.000, das ist ein Ticken mehr. Aber gut zu wissen, dass wir zusammen ungefähr 16.000 Dollar haben. So, gib Whisky zu Annie. Benutze Tröte. Gib Buttermesser zu Annie. Dann gehst du rein, benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. Wechsel zu Annie, geh rein, benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. So. Auf geht's. Und jetzt gehen wir wohin? Also London bringt uns erst was, wenn wir den Kristallsplitter haben. Den können wir übrigens ihr geben, denke ich.
Er hat viel zu viel Zeug dabei. Gib Kristallscherbe an Annie. Ist ein Teil des Geräts. Ja, das hatten wir schon. Wir müssen die andere Hälfte finden. Okay. Das heißt, du, Zack, benutze Ticketautomat. So, Mexiko, Lima, Peru. Mexiko waren die Tempel. Weiß ich nicht mehr. Gucken wir mal. Ah, Kopierschutz. Okay, Sektion 5. Da. B30, also B ganz unten. Das ist schwarzer Block oben, Kreuz, schwarzer Block oben, Kreuz. Falsche Eingabe Nummer 1. Okay. Sektion 5, B30. Was ist das? B30. Schwarz, oben, Kreuz. Oh. Kann ich rückgängig machen? Nein, kann ich nicht. Okay, das ist das Richtige. Das wird wieder falsch sein. Falsche Eingabe Nummer 2. Du, ganz sicher das Ummantelte? Ja. Das. So, alles gut. Richtige Eingaben, sehr schön. Gib mir ein Ticket. So, dahin. Ein total miserablen Flug später. Mexiko. Dschungel. Oh, ich glaube, Mexiko war falsch. Hier war das mit dem Vogel. Ich glaube, ich hätte durchgehend rechts gehen sollen oder so. Piu, piu. Jo. Nee, doch nicht mit dem Vogel. Sehr schön. Tempeleingang. Können wir nicht kurz die Taschenlampe runterschmeißen vom Mars? Sie landet dann ganz zufällig hier bei uns in der Ecke. Schalt ein, Feuerzeug. Wie kamen wir hier weiter? Wir hatten die Fackeln angezündet. Genau, wir hatten einfach so lange Fackel angezündet, bis wir zu einem Raum kommen, wo keine Fackel angezündet ist. Und ja, das macht Sinn. Also rein da. Fackel da. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Einfach wild in irgendwelche Gänge reingehen. Das hätte auf dem Mars nicht geklappt. Oh, wir sind schon im blauen Bereich. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Das Feuerzeug geht gleich wieder aus. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Da kamen wir irgendwo raus. Ich gehe mal wieder durch diese großen Türen da. Die da. So, Feuerzeug ist zu heiß. Was ist Tunnel? Fackel. Benutze Fackel mit viel zu heißem Feuerzeug. Oh, wieder die große Tür suchen. Wieder durch die große Tür durchgehen. Was ist Fackel? Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Also es ist doch ganz gut, dass wir jetzt das eine Mal neu laden mussten. Sonst hätten wir hier das alles nicht hinbekommen. Also den Dungeon hier nochmal betreten, da hätte ich wieder eine riesige Zeichnung anfangen müssen, wie auf dem Mars. So, jetzt sind wir beim Kreis gelaufen. Da. Waren wir auch schon. Hier waren wir noch nicht. Was ist Fackel? Also wieder grün. Nee. Oh, was haben wir da? Wahrscheinlich ein ganz Ausgang, ne? Jupp. Sind wir oben drauf. Da waren wir schon.
Ich sehe es kaum, wir müssen trotzdem hier eine Zeichnung anfertigen. Was ist Tunnel? Da war eine Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Nein! Fackel, benutze Fackel mit Feuerzeug. Ha, okay. Wo führst du hin? Dahin waren wir schon. Da. Auch schon. Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Ja, also ich suche jetzt einen blauen Bereich erstmal und gucke mir da die Räume an. Hier ist blau-grün. Ich glaube, es war so grün, dann kam dieses Totem hier, dann wurde es blau und dann gab es irgendwie auch noch so eine Totems da mit blau-türkis. Hier. Hier ist wieder grün. Hier. Wieder draußen. Was? In meinem Helm sind nur noch 7 Minuten Sauerstoff übrig. Oh, die gehen ja doch aus. Entweder fülle ich sofort nach oder finde einen Platz, wo ich atmen kann. Ja, okay. Wechsle zu Melissa. Nee, wechsle zu Leslie. Leslie geht raus hier. Gehe zur Busstation. Benutze die letzte Münze mit der Bahn. Wechsle zu Melissa. Benutze letzte Münze mit Bahn. Okay. Und dann setzen wir gleich einfach in den Bus. Da können Sie den Helm abnehmen und dann ist gut. Ah, also läuft doch ein Timer runter, von dem ich nichts wusste. Okay. So, Bahn fährt. So, ab zum Bus. Ich hoffe, meine 7 Minuten sind richtige 7 Minuten. Aber ich denke schon. Du in den Bus. Wechsle zu Leslie. Du da. Oh, warte. Benutze Cashcard mit Schlitz. Eine Münze. Benutze Cashcard mit Schlitz. Eine Münze. Wir brauchen 4. Benutze Cashcard mit Schlitz. Mein Geld ist alle. Lies Münzen. 2. Okay, also Melissa muss ich selber 2 Münzen kaufen. Und dann haben wir kein Geld mehr, was ein dezentes Problem sein könnte. Wechsle zu Melissa. Also erstmal wechsle zu Leslie, benutze Sauerstoffhahn. So, nun ist mein Sauerstofftank voll. Sehr gut. Wechsle zu Melissa, benutze Sauerstoffhahn. Sauerstofftank ist voll, geh zur Tür. Lies Cashcard. 638, okay, das könnte eine Weile reichen. Also, Leslie hat 2 Münzen. Einmal, um nach links zu kommen, einmal, um eventuell wieder hierhin zurückzukommen, falls wir rechts in dem anderen Tempel nochmal was machen müssen. Und sie hat momentan gar keine Münzen. Kauft sich jetzt aber erstmal 2. Theoretisch können sie sich mehr kaufen, aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht nicht doch irgendwo anders noch Geld brauchen. Und selbst wenn wir es nicht brauchen sollten, also das Geld, sondern Münzen, können wir uns später ja immer noch Münzen holen, weil wir ja hierher zurückfahren können. Also passt das soweit. Lies Münzen. Ja, ich habe 2 davon. Okay. Also jede von den Damen hat 2 Münzen und sie hat noch $400 auf ihrer Cashcard. Okay.
schließe Tür. Nimm ab. Warte. Helm. Ich habe den Helm abgenommen. Wechsel zu Leslie. Nimm ab. Helm. Ich habe den Helm abgenommen. Okay, also die Mädels sind soweit. Das heißt, wir speichern nochmal ab. Spiel speichern. Spiel D. So. Und jetzt liegt es an Zack, den Tempel hier zu bezwingen. Und den Platz zu finden, wo die komische Zeichnung war. Und jetzt wissen wir, wie die komische Zeichnung aussieht. Aber das machen wir gleich. Also bis denn.